Einen wunderschönen guten Tag und willkommen bei meinem letzten Video zu Space Engineers. Warum das letzte Video? Meteor Storm inbound. Genau, quatsch mir dazwischen. Warum das letzte Video? Ganz einfach, ich werde den Server, den ich habe, noch auslaufen lassen. Und Space Engineers ist für mich in der Hinsicht dann gestorben, als die Entwickler nicht hinkriegen, auch wirklich das Spiel fertig zu machen. Was wiederum bedeutet, dass wir hier keine nennenswerten Fortschritte machen werden, weil das Spiel multiplayer-seitig nicht weiter gespielt werden kann, weil ab einer gewissen Anzahl, Größe etc. von Schiffen allgemein dem Spiel oder in dem Spiel im Weltraum quasi befindlichen Objekte lässt sich das Spiel dann einfach nicht mehr weiterspielen, wenn man einfach dann zu viele Objekte hat, die dazu für sorgen, dass das Spiel nicht mehr rund läuft, so nennen möchte. So, warum ich aber dieses Video mache, geht jetzt in einer Mal darum, dass ich immer wieder gefragt werde, dass wenn ich streame, kann es sein, dass unser Server oder halt im Singleplayer ins Inventar so groß ist. Das möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie man das einstellt, das bewerkstelligt und wie ihr das auf dem Server aufnimmt. Oder halt auf eurem eigenen Spielstand. Das ist dann völlig egal, ihr müsst dann den Server halt nur noch Dateien quasi kopieren. Ja, und wir haben hier jetzt mal ein Schiff, ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben ja ein Blocklimit im Spiel, das kennt mit Sicherheit jeder. Hier mal ran. Sehen wir dann die einzelnen Objekte. This is useless. Das ist quasi das Schiff hier, wo ich ranstehe. Hätte 13.800 Blöcke. Das ist bei normaler Spiel- oder Server-Einstellung nicht möglich. Geht nämlich das Maximum auf 8.000 Blöcke. Könntet ihr gar nicht bauen. So, jetzt ist aber das nur mein Schiff. Kartoffelkanone ist das Schiff, was nebenan steht. Das blau-weiße hat schon 4000 Blöcke. Schauen wir uns ganz kurz an. Das blau-weiße, das ist auch ein Umbau von einem gefundenen Schiff. Ja, das sind schon 4000 Blöcke. Das ist jetzt nicht sehr groß, das Schiff. Also es ist schon groß, aber so groß. Hier haben wir das normale feindliche Schiff, Argentavis. Gucken wir uns auch ganz kurz an. Da haben wir sie. Hat schon 2200 Blöcke. Zwar mit Bau und Restauration, aber es ist quasi schon ein Viertel von dem, was man selber bauen könnte. Als Spieler. Bei den Standardeinstellungen des Spiels. So, aber zurück zum eigentlichen Problem. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Dazu gehen wir ins Hauptmenü. Speichern. Ihr erstellt euch ganz normal einen Spielstand. Ob nur auf dem Server oder bei euch lokal. Spielt gar kein Problem. Macht gar kein Problem. Jetzt mal angenommen, ihr würdet eure Welt nehmen, das Crash-Ship, das Sternensystem, was auch immer. Einfach damit schnell lädt. Einfach mal jetzt dieses übrigens, also diesen Spielstand von Crash Dreadship. Wir haben heute den 26.01.2019. Mein Server, der Swains Community Server, zeige ich euch gleich noch, läuft mit knapp 80 Mods. Also über 80 Mods läuft noch 70 Tage, also noch 2,5 Monate. Und euch
nicht tun. Der Server ist momentan so eingestellt, dass er regelmäßig neu startet und auch gewisse alte Schiffe entfernt. Gut, wir starten hier einfach mal rein. Relativ schnell gehen, weil ohne Mods etc. Oh, schon. So, standardmäßig haben wir jetzt bei dieser Standardeinstellung das kleinste Inventar. Das sind quasi 400. Wo stellen wir das ein? Hier in den Einstellungen hier reingeht, Einstellungen bearbeiten, hier die erweiterten Optionen. Könnt ihr quasi eure Inventargröße einstellen. Zehnfach etc. etc. Tragegeschwindigkeiten und so weiter. Schweißer. Da stellen wir mal alles grob ein. Passt schon. Mal rein. Das zehnfache Inventar ist wirklich ein Witz. Ja, also seid nur damit beschäftigt, es auf- oder abbaut, hin und her zu flitzen. Jetzt gucken wir uns das ganz kurz an. So gehen wir ganz normal hier lang. Ich dachte, heute ist der 26. 70 Tage läuft der Server noch. Server hier der IP-Port. Zeit joinen. Dann spielt auf. Hat plus 10 Slots, also nicht sagen, aber sind maximal 4 bis 5 Spieler online. Wie machen wir das? Ganz einfach, ihr geht in euer System. Ganz normal. Hier kurz runter. Ihr geht auf euer System. In dem Fall bei mir ist es halt Windows, Benutzer, mein Name, die AppData, Roaming und da befindet sich der Ordner Space Engineers. So, unter Space Engineers habt ihr den Ordner Save, eure ID von Steam und hier befinden sich alle gespeicherten Safe Games drunter. Das ist das gerade erstellte. Da gehen wir rein. Und hier befindet sich die Sandbox-Datei. Jetzt kurz hier rüber. So sieht die aus. Müsst ihr echt keine Ahnung von haben. Ihr scrollt ein ganzes Stückchen runter, bis ihr hier herkommt. Haben wir diese Einstellung für die Inventurgröße. Damit die größer wird, stelle ich die immer auf das 125-fache. Die Einstellungen das 25-fache, weil wir wollen spielen und nicht grinden. So. Hier hättet ihr die maximale Gridgröße noch und die Gridgröße für alle Spieler. Also ein Spieler könnte jetzt 100.000 Blöcke bauen. Könntet ihr die Zahlen noch mal ändern? Oder ihr nehmt die Zahl komplett raus, dann wäre quasi hat das aufgehoben. Das Blocklimit könntet ihr ausschalten, was sich auch im Safe Game so einstellen lässt. Was hier noch interessant ist, ich würde Welder und Grinder Geschwindigkeit immer auf 10-fach stellen. Das hat sich über die Community, über die mittlerweile 5 Jahre, dass das Spiel existiert, hat sich das so herauskristallisiert, was die Leute am liebsten mögen. So, wenn ihr hier noch ein ganzes Stückchen runter scrollt, könnt ihr hier noch einmal Einstellungen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ah ja, hier steht's. Da ist es. Diese Zahl. Ihr solltet wirklich diese Zahl abändern. Ist standardmäßig eingestellt, die kann man auch im Safe Game an sich, also in-game im Safe Game nicht ändern. Das müsst ihr hier händisch tun. Das ist nämlich die Sichtweite, ja, die ihr Spieler seht. Könnt ihr hier abändern, beziehungsweise die wichtigere ist diese hier. Schiff 3 Kilometer an euch vorbeifliegen, ohne Speedmod, mit 100 Sachen, ja? Dann seht ihr weder die Antenne noch das Schiff. Entweder mit einem großen Schiff wahrscheinlich bremsen, um reinzufliegen, etc. Diese Anzeige immer auf den Wert ändern, die eure Sichtweite in-game ist.
Distanz, das ist die Sichtweite, die man reingucken kann, wie weit man Asteroiden sieht, etc. Auf diese Anzeige würde ich auch diesen Wert. Synchronisationsdistanz. Ich, wie gesagt, exakt auf diese Anzeige setzen, weil dann seht ihr das Schiff nicht nur optisch, ja, Antenne dementsprechend sowieso, aber auf diese Anzeigen wird es ändern. Also, Inventorygröße, Geschwindigkeit der Assembler, die Effektivität und so weiter, das würde ich dann, ja, wenn ihr das braucht, halt die Blockdistanz bzw. das Blocklimit ausschalten. Das geht auch. Und wir müssen es noch abspeichern. Jetzt kann ich euch die Anzeige an sich jetzt hier reingehen würde. Wenn ich hier anklicke, ist die, werden diese Anzeigen, die ich gerade geändert habe, wieder Standard zurückgestellt. Das müsst ihr aufpassen. Jetzt, nachdem ihr diese Datei geändert habt, bitte im Inventar. Jetzt in-game nicht auf erweitert klicken. Alles wieder zurückgestellt. So, da aufpassen. Ich habe jetzt hier einen Kreativmodus an, ist aber im Mods wisst ihr selber, die könnt ihr ja einstellen, wie ihr wollt. Da könnt ihr, was ihr wollt, beziehungsweise die Mods, die ich auf dem Server habe, verlinke ich nochmal unter dem Video. Wenn ich es vergesse, bitte einfach nochmal anschreiben. Aber wenn ihr das in der Datei geändert habt, hier nicht mehr reinklicken. Wie gesagt, wird sonst alles wieder zurückgestellt. So, dann laden wir das Game nochmal. Jetzt wieder nicht irgendwo. Weil Space Engineers ein dummes Spiel ist. Da alle wissen. Naja, muss ich das Game komplett schließen und nochmal öffnen. Dann sollten die Einstellungen vorhanden sein. So, na denn. So. Ach, das sollte relativ schnell gehen. Das ist bloß ein kleines Safe-Game ist ohne. Ach, weil ich einen Kreativmodus eingeschaltet habe. Ich bin ein Pleppo. Uno Momento, Fehler von mir. Deswegen Tagröße. So, und jetzt haben wir automatisch unsere 50.000 Liter, können hier agieren. Ja? Dementsprechend sind auch Raffinerien und die Größen von großen kleinen Containern auch angepasst. Das hat jetzt nicht nur mit Irm-Inventar zu tun, das ist für die komplette Welt, für alle Container. So viel dazu. Habt ihr das mal gesehen? Ich versuche euch das dann noch zu verlinken. Und zwar habe ich ja selber ein paar Objekte damals gebaut. Sie wird der Agentavis 3 Mark 3. Die ist wirklich extrem groß gegenüber den vorherigen. Ich habe zwei Collections. Wie gesagt, für den Server werde ich linken. Also in Mods drinne. Ich tun. Ja, die meisten davon sind leider, werden leider nicht immer alle rechtzeitig aktualisiert. Server funktionieren. Damit das gezeigt. Schon mal gleich wieder. Das ist der Server. IP-Adresse nochmal aktuell 82 Mods drauf. Dauert natürlich dementsprechend den Mods runterladen. Solltet, damit es schneller geht, alle Mods vielleicht vorher abonniert haben.
Ja, besonders mit WLAN kann es dazu kommen, wenn irgendwas zu lange dauert, weil das WLAN nicht schnell genug ist, zu laden während des Spielstarts, dass sie dass dann das abbricht. Space Engineers, dass es zu lange dauert. Wie gesagt, deswegen vielleicht die Mods alle vorher abonnieren. Gibt es dann hier oben in den Button, da könnt ihr alle mit einmal abonnieren. Damit ist die Sache drin. Das sind hier jetzt über 300, aber wie gesagt, das sind alle, die wir jemals hatten auf einem Server. Weiterempfehlen. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und verabschiede mich quasi von Space Engineers. Space Engineers hat es nach 5 Jahren nicht geschafft, so weit fertig zu werden, dass es auf Dauer Spaß macht. Man kann, wie gesagt, eine ganze Weile lang bauen. Aber wenn man halt auf einem Server irgendwann so weit ist, dass die Spieler all ihre Objekte gebaut haben, dann wird es halt kriminell. Ja, und wenn ihr euch das hier mal anschaut, die Argentavis Mark III, die ich dann gebaut habe, hat 25.700 Blöcke. Malt euch selber raus, wie viele Performance-Probleme das gibt im Spiel. Leider immer noch, selbst nach Performance-Updates. Ja, es gibt extreme Probleme auf Servern. Im Singleplayer ist es, oder allen, ich sag mal, wenn man mit einem Kumpel zusammenspielt, so kooperativ. Der lokale Singleplayer unterscheidet sich extrem von dem für den Server. Daher ist keinen Spaß auf Dauer dann zu spielen. Also Schiffe wie eine The Enterprise etc. lohnen fast nicht zu bauen, weil einfach viel zu groß sind. Die Spawn dauert viel zu lange. Ganz kurz. Das ist das verkehrte Menü. Ich habe ja auch ein paar Schiffe gebaut und ja, 22.000 Blöcke selber gebaut. Schnell den Scheiß ausschalten. Das Schiff ist schon recht groß hier. Richtig rum. Davon ein paar auf einem Server und ihr macht gar nichts mehr. Macht wirklich gar nichts mehr. Suchen wir mal nämlich die Fischen. Zum Verhältnis zu zeigen. 26.000 Blöcke. Dann habe ich schon die Hälfte von dem, was ich als Spieler bauen könnte, schon erledigt. Jetzt noch eine Base habe irgendwo, ne? Wird schon richtig kriminell, sagen. So. Haben wir die Argentavis Mark III. Schaut es euch an, sind auch nochmal 25.000 Blöcke. Ja, mal die Geschütze halbwegs richtig und denen
Das ist ein Anzeigefehler. Wenn das Safe Game jetzt neu starten würde, dann wären diese Schütze dort weg. Das ist die meine selbstgebaute. Als Vergleich mal das Original. Shell dazu findet ihr auch im Workshop. Ich glaube, die habe ich nicht. Dann sage ich Dankeschön und viel Spaß mit Space Engineers.